Hallo Leute, schau mal hier, ist alt aus. Ich habe es noch einen Sauerdreck gemacht. Hier hat es geklappt. Beim Ausgang die Tür dran, öffnen, wieder aufzukehren und das klingt. Ja, yes. Das kenne ich. Den müssen wir nochmal filmen. Diesen Drottig. Ui, ist das hier das dritte? Hä? Das dritte fehlt, oder? Das war schon so. Ja. Seitaufzug. Von 1000, glaube ich. Von 9000. Tschüss, geht's. Ich habe da einen Vortrag gemacht. Das klappt. Ich will erstmal nochmal eine Fahrt machen. Wie sieht's dazu? Ein Jahr 1911 war das. Nicht 1908. Das kennen Sie ja schon. Und hier sind mit meinem Selbsttick und ich schreibe jetzt die Adresse und Foto. Deswegen liebe ich noch alte Aufzüge in Berlin. Da habe ich immer 3 irgendwo, oder? Oder war schon immer so? Ich weiß es nicht. Ich komme eher, einer war auf 3. Hier ist einer. Hey, ich kann nicht mehr erinnern. Ist halt egal. Zum Glück ist immer die Tür immer offen. Jetzt gehe ich noch im Hotel. Es geht gleich. Ich bin ein bisschen jetzt schnell. Ich habe meine Mutter gesagt, ich in 10 Minuten komme. Wow, Alter, was ist das? Oh, ich muss auch ein bisschen rumgehen. Alter, schau mal. Mit einem. Schau mal, ich kann ja auch sogar hochfahren. Schau mal. Mit einem Motorraum in offen. Ui, schau mal. Ich glaube jetzt. Ich kann mal gleich, aber es nicht jetzt. Mit einem Motorraum, mit einem offenen Haus. Also offene, also was haben wir dazu? Keinen Raum, also offener Raum. Wo offen ist. Ich kann jetzt den Motorraum jetzt zeigen, schnell. Und Aufzug unterschicken lassen. Das einfach. Das ist ziemlich leise, hört man gar nichts. Dieses Hotel ist immer offen. Ich glaube, ich bin nur irgendwo, ich weiß nicht. Der Aufzug ist nur ein belgischer Aufzug, wie Aufzug ins München. Das könnte ich jetzt sehen. Das wird auch mal den Anschluss. Ich kann so den Aufzug mal nicht sehen. Dort der Aufzug. Der knackst immer. Okay. Hier kann man ja auch Aufzugschacht machen. Kann man ja Aufzugschacht machen. Da kein Sicherheitsgelände. Hier. Kein Wand. Kein Zaun. So liebe ich noch so alte Aufzüge. In München gibt es nur ein paar. Oh
Und hier, was müssen wir mit diesen Schlüssel? Ich will ja gleich ausprobieren, mein Gott. Also, jetzt stimmt der Tür rein, jetzt geht die zu. Jetzt weiß ich. Tür da. Achso. Ah, Vorzug. Ah! Ah, das sieht man. Vorzug. Da steht nichts dran. Vorzugsfahrt steht nichts. Und jetzt werde ich gleich den Dortrick machen. Damit darf ich mich hier wieder hinsetzen. Jetzt ihr kennt es ja schon, dass ich mal gemacht habe. Mit dem Vorzugs. Jetzt. Wir müssen nicht mehr, wenn er klacks. Jetzt. Ich fahren müssen. So jetzt. Ich hoffe, das weiterhin geklappt. Schau mal hier. Das kennt ihr, das könnt ihr ja erinnern. Das könnt ihr ja noch erinnern, glaube ich, oder? Den habe ich ja schon mal gefilmt. Ah ja, schon diese Tür hat gewackelt. Das kann mich nicht erinnern. In meinem Vorzugsfahrt. Die offene Tür. Die habe ich mal gefilmt. Ihr könnt es gerne mal das Video sehen. Schön ruhig. Wir werden ohne in den Türaufzug. Da bin ich. Hallo, oder bitte. Ich kann ja auch sogar die Tür schließen. Ich krieg mich mal auf. Und nicht erschrecken. Ich war ja nur mit einem Selfie-Stick. Ich kann ja mit dem Samtplatz stecken. Wenn ich aufstehe. Also wenn ich die Taste berühre. So fährt er auf, so wenn jemand drin ist. Das kennt ihr ja schon, oder? Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao Leute und bleibt gesund. Ja, das muss mein Vorzugsfahrt sein, sonst vergesse ich ja. Wäre echt scheiße, sonst verliere ich das ganz gerade nicht bei kein Videos machen soll. Mit Steuerung und so weiter. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao Leute und bleibt gesund.